Da haben wir sie doch endlich! Erste Anzeichen für weitere AMD Ryzen 5000 CPUs. Lohnt sich das Warten? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Unglaublich aber wahr, so kurz vor Weihnachten denkt man ja, dass es newsmäßig steil bergab geht und der Monty nur noch 2-Minuten-Videos produzieren kann. Aber nichts da. Es gibt weiterhin massig News, Gerüchte und Leaks zu CPUs und Grafikkarten. Und natürlich kommt heute auch wieder das Hype-Thema überhaupt mit ins Video, nämlich Cyberpunk 2077. Mittlerweile auch Wackpunk 2020 oder Cyberbug genannt. Aber wer hätte nach zig Verschiebungen auch nur irgendwie damit rechnen können, dass sowas passiert? Egal, das Thema kommt, aber es später dran. Der erste heute mit dem Bunde ist Intel mit seiner neuen Rocket Lake Generation. Und an der Häufigkeit der News zu diesem Thema in letzter Zeit merkt man ja, dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauern kann, bis diese auch erscheinen. Man spricht ja aktuell gar von März 2021 oder sogar Februar. Dass diese 11. Generation nur mit maximal 8 Kernen daherkommt, ja, das muss ich glaube ich nicht schon wieder wiederholen. Oder doch? Aber für Gamer ist das Ganze halb so wild. Die IPC von Rocket Lake soll sich ja drastisch erhöhen. Dass Spiele kaum von mehr als 8 Kernen profitieren, besteht für AMD daher weiterhin die Gefahr, dass sich Intel mit Rocket Lake die Krone für die schnellste Gaming-CPU zurückholen wird. Was keine Überraschung ist, aber der Hauptteil dieser News ist, ist, dass Intel für die 11. Generation wohl nicht ausschließlich die neue Rocket Lake-Architektur nutzen wird, sondern auch weiterhin auf die aktuelle Comet Lake-Generation setzt. Allerdings dann als Refresh mit leicht erhöhtem Takt. Ja, was AMD jetzt wirklich komplett verbannt hat, indem die neue Generation nicht Ryzen 4000, sondern Ryzen 5000 heißt, führt Intel jetzt leider so weiter. Allerdings nur bei den CPUs der unteren Leistungsklasse. Denn Rocket Lake soll ausschließlich beim Core i5, Core i7 und Core i9 zum Einsatz kommen. Core i3, Pentium und Celeron müssen sich damit Comet Lake Refresh zufrieden geben. Für Gamer aber sowieso eher kein Beinbruch, da für uns diese CPUs ja eigentlich sowieso nicht in Frage kommen. Ja, und woher stammen die Infos jetzt? Natürlich mal wieder von Twitter bzw. dem User Harukase, der diese Bilder hier postete. Wie gesagt, ist das ja gar kein Beinbruch, trotzdem ist die Freude auf Rocket Lake insgesamt ja schon relativ verhalten, muss ich mal so sagen. Denn so wahnsinnig viel darf man sich jetzt wohl von Intels gefühlt 100er 14 Nanometer CPU wohl kaum erwarten. Apropos 11. Generation, ich habe schon einen DAI, einen entsprechenden Laptop-CPU hier. Hier hat Intel mir netterweise was reingeschickt, einer von 400 und ich bin auf jeden Fall dabei. Vielen Dank dafür an Intel. Und ob das jetzt Rocket Lake oder Comet Lake Refresh ist, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Und weiter geht's mit Rocket Lake. Jawohl, schon wieder, denn hier tauchen ja die letzten Tage auch vermehrt Benchmarks zu auf. Wobei man hier so ein bisschen vorsichtig sein muss, da die meisten Benchmarks wohl eher nicht mit den Endprodukten ausgeführt wurden, sondern ja mit sogenannten Engineering Samples, die ja noch gar nicht den vollen Takt haben. So auch der Core i9 11900 ohne K, der im CPU-Z-Benchmark mal zeigen durfte, was er so kann. Gepostet von HXL auf Twitter tritt dieser erstmal mit einem mageren Basistakt von 1,8 GHz an und einem ebenso mageren Multicore-Turbo von 3,8 GHz und Single-Core-Turbo von nur 4,4 GHz. Für Intel geradezu lächerliche Taktraten, aber besonders die 1,8 GHz Basis zeigen ganz klar, dass wir hier kein Endprodukt vor uns haben. Auf einem MSI Z490 E-Mainboard wurde dieser getestet und bringt mit 582 Punkten im Single-Thread-Benchmark quasi genauso viele Punkte auf die Matte wie ein 10900K. Was im ersten Moment traurig klingt, ist bei diesen geringen Taktraten sogar ein richtig guter Wert. Die 20% mehr IPC sollten bei hohem Takt daher überhaupt kein Problem darstellen. Leider verkackt er durch den niedrigen Takt aber im Multicore und muss sich sogar im 10700 von Intel geschlagen geben. 5262 Punkte sind hier jetzt kein Ruhmesblatt. Aber wie gesagt, dürfte das Endprodukt deutlich schneller unterwegs sein. Dann noch eine winzig kleine News, die ich bei den Kollegen der PC Games Hardware gelesen habe, die aber eigentlich gemeines Clickbaiting war. Und ja, PC Games Hardware gibt es im Bericht aber sogar zu. Denn die Originalüberschrift lautet: Core i9 10900K und Co. Intel stellt die CPUs ein. Aber was im ersten Moment wie ein Freudenfest für alle Intel-Hasser klingt, betrifft eigentlich nur die KA-CPUs, also die Avengers-Version, deren Verpackung ja eh nicht sonderlich hübsch ausgefallen ist. Diese werden nämlich nun zum Ende des Jahres eingestellt. In einer Hinsicht aber schon schade, denn diese Sonderedition ist eigentlich meist ein bisschen günstiger gewesen. Sicherlich, weil die hässliche Verpackung niemand haben wollte. Und daher natürlich auch der Grund, warum diese eingestellt wird. Also, alle, die ähnliche Überschriften gelesen haben, kein Grund zur Sorge. Intels 10000er Reihe wird natürlich weiterhin produziert. Und wieder hat der Monty viele Zuschauer vor einem vorzeitigen Herzinfarkt gerettet. Gute Tat für heute. Check. Und bevor es jetzt aber weitergeht, wird es natürlich wieder Zeit für meinen Lieblings-Keystore. Und es ist natürlich VIP-SCD-Key. Hier gibt es neben günstigen Spiele-Keys und Guthabenkarten natürlich auch die erfolgreichen Microsoft-Produkte wie Office, Windows und Co. für einen sehr günstigen Kurs zu ergattern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Windows 10 Pro in der OEM-Version für schlanke 15,58 €?
Ja, ihr braucht jetzt gar nicht verdutzt die Augen zu reiben. Der Preis stimmt. Es ist also nicht mehr nötig, auf eine illegale Windows-Version zu setzen. Anmelden und auf Kaufen klicken. Und wer noch ein bisschen sparen will, der nutzt einfach nochmal einen Rabattcode Eskamo und die 10% und erhält entgegen dem Namen des Codes stolze 12% Rabatt. Wer dann noch sagt, das sei zu teuer, ja, dem kann ich allerdings auch nicht mehr helfen. Auch ein Office-Paket muss heutzutage sein. Mit Office 2019 Professional Plus gibt es eine günstige Komplettlösung für schlanke 47,19 Euro. Ebenfalls mit 12% Rabatt bei Nutzung meines Codes. Und nach Kauf einfach die Zahlungsoption wählen. Ich persönlich empfehle hier PayPal. Und kurz darauf hast du deinen Code schon auf dem Bildschirm und kannst ihn direkt aktivieren. Schneller und günstiger geht das fast nirgends. Also viel Spaß mit VIP-SCD-Key. Smart Access Memory und kein Ende. Das von AMD mit einer RX 6000 Grafikkartengeneration eingeführte Feature macht aktuell richtig Furore. Warum auch nicht? So bekommt man mit entsprechender Hardware einige Prozent mehr Leistung und das, wenn man die Hardware sowieso schon hat, völlig gratis. Nötig sind dazu aktuell aber AMDs RX 6000 Grafikkarten und AMDs Ryzen 5000 CPUs, um der CPU den vollen Speicherzugriff auf die Grafikkarte zu gewähren. Dass das Ganze aber jetzt nicht AMD-exklusiv bleiben wird, war eigentlich abzusehen. Nvidia arbeitet bereits an dieser Technik und will diese schon Anfang 2021 vorstellen. Bei Intel funktioniert das übrigens jetzt schon relativ gut. Nur AMDs alte Zen-Generationen, die bleiben bisher außen vor. Bisher. Denn wie es aussieht, können sowohl Zen 2, also Ryzen 3000, als auch Zen Plus, aka Ryzen 2000, damit umgehen. Das gibt zumindest ein Bericht vom WCCFTech aktuell her, die das mit einem Ryzen 3700X und Ryzen 7 4700G mit einer Nvidia-Grafikkarte freischalten konnten. Jawohl, mit einer Nvidia-Grafikkarte. Welche Karte genau ist leider noch nicht bekannt, dass hier aber RTX 3000 zum Zuge kommt, sollte wohl jedem klar sein. Und auch Videocards bestätigte das Ganze noch mit einem anderen Mainboard von Asus. Und selbst mit einem Ryzen 7 2700X ist das Ganze möglich. So zumindest laut der Community von Computerbase.de. Der User Strugus hat mit einer Radeon RX 6800 und aktivierten Resize-Bar rund 15% mehr FPS damit rausholen können. Was schon ein ziemlich stattlicher FPS-Sprung ist, aber was natürlich nicht die Regel sein sollte. Und das sind doch nochmal richtig gute Nachrichten für Ryzen 3000-User, wie ich ja auch einer bin. Ich bin sicher, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis auch die ältere Ryzen-Generation davon profitieren kann. Und dass AMD das weiß, das, ja, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und ich denke mal, dass Smart Access Memory mit Ryzen 5000 halt mehr Marketing ist und war und die neue Hardware halt so ein bisschen pushen sollte. AMD hat wohl jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es auf anderen Plattformen jetzt so schnell vorangehen wird. Tja, Pech gehabt. Okay, da hat AMD nun seine Ryzen 5000 Generation vorgestellt, die auch so langsam endlich mal ordentlich lieferbar ist. Aber war's das jetzt? Ryzen 5600X, 5800X, 5900X und 5950X? Warum denn überhaupt X-CPUs, wenn es gar keine CPUs ohne X gibt? Wo bleiben Ryzen 3er-CPUs? Fragen über Fragen, die zumindest jetzt eine kleine Antwort bekommen. Denn es sieht so aus, dass zumindest ein Ryzen 5900 und 5800 ohne X in den Startsockeln stehen. So zumindest laut einem Tweet unseres Twitter-Users Momomo. Die große Einschränkung beider CPUs wird dann die maximal mögliche Stromaufnahme sein. Denn während die X-gestellten Brüder mit 105 Watt TDP angegeben sind, müssen sich die X-losen Ryzens mit nur 65 Watt begnügen. Und das ist schon eine enorme Einschränkung und dürfte durchaus für ordentliche Leistungseinbußen sorgen. Ganz so schlimm wird das Ganze aber wohl nicht sein, denn ob wir diese CPUs überhaupt kaufen werden können, ja, das ist sowieso noch fraglich. Denn wie es aktuell aussieht, sind die X-losen Siliziumplättchen nur für den OEM-Markt gedacht. Daher finden diese Spar-Ryzens wohl nur den Weg über einen Fertig-PC in euer bzw. vielleicht sogar mal mein Heim. Auch wieder ein wunderbarer Trick der OEMs. Hauptsache man kann 12 Kern Ryzen 5900 draufschreiben. Alle Fertig-PC-Käufer, die kennen den Unterschied zur X-Variante ja sowieso nicht und wissen gar nicht, dass sie hier einen Spar-12-Kerner kaufen. Trotzdem fände ich es natürlich gut, wenn die CPUs auch den Weg in unsere Shops finden würden. Denn besonders in kleinen, kompakten Gehäusen, die ja relativ schwer zu kühlen sind, sind diese CPUs durchaus eine Überlegung wert. Noch dazu, wenn diese natürlich auch noch einen Tacken günstiger sind als ihre großen Brüder. Okay, ich gebe zu, die News, die jetzt kommt, ist an sich ja uninteressant. Warum bringe ich sie jetzt trotzdem? Na, weil das mit die allererste News überhaupt zur nächsten Nvidia-Grafikkartengeneration ist. Und ihr wisst ja, dass ich hier immer mit zu den allerersten gehöre. Von daher kann man quasi sagen, es geht schon los. Eigentlich sagt der Tweet von unserem Dauerleaker Copa7 Kimi nämlich nur aus, dass Nvidias nächster Gaming-Chip weiterhin monolithisch aufgebaut sein wird. Also ein Ein-Chip-Design bleiben wird wie also bisher. Das Gegenteil davon bietet aktuell ja zum Beispiel nur AMD mit seinen Ryzen CPUs. Ob aber im Grafikkartenbereich jemals auf sowas gesetzt wird, das ist durchaus noch fraglich.
Auch sagt der Tweet noch aus, dass dieser Chip nicht zur Hopper-Generation gehört. Dieser wird vermutlich wie Nvidias Volta rein auf Compute-Chips bezogen sein und nicht aufs Gaming. Daher setzt Nvidia vielleicht auch in der nächsten Generation vollkommen auf die Trennung von Gaming und Compute, so wie es bei Volta halt auch schon angefangen hat und es AMD halt schon länger vormacht. Ja, es stimmt, viel mehr war es jetzt nicht zu Nvidias nächster Generation, aber aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Nach und nach werden natürlich mehr Infos dazu eintreffen und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und es könnte durchaus sein, dass auch die nächste Nvidia-Generation an Gaming-Grafikchips von Samsung gefertigt wird. Denn jahrelang war TSMC ja Nvidias fester Partner, seit RTX 3000 setzt Nvidia hier aber voll und ganz auf Samsung. Und auch wenn Samsung eventuell mit ein Grund für die Knappheit der RTX 3000 Grafikkarten ist, setzt Nvidia hier weiterhin auf Samsung. Offenbar läuft es mit Samsung doch besser als gedacht. Ob das jetzt wirklich schon die nächste neue Architektur betrifft, das ist natürlich noch gar nicht klar, aber zumindest die weiteren RTX 3000 Grafikkarten wie eine vermeintliche RTX 3080 Ti und eventuell Ende 2021 anstehende Supervarianten, die sind sicherlich davon betroffen. Grund dürften daher wohl auch Preisprobleme mit TSMC sein. Denn TSMC ist sicherlich eine Marktmacht und ja, dessen natürlich auch bewusst und bietet wohl nicht unbedingt die günstigsten und besten Preise an. Und da sieht man dann halt, dass etwas Wettbewerb immer ziemlich gut ist. Vielleicht war es Nvidia auch nur so möglich, mit den RTX 3000 Karten und doch relativ attraktive Preisangebote anzubieten. Ja, auch wenn diese leider bei den Kunden zurzeit nicht ankommen. Und wir kommen aktuell um das Thema Cyberpunk 2077 einfach nicht herum. Ganz ehrlich, wenn eine Firma wie CD Projekt ein Spiel so unfassbar hyped wie dieses hier, ja, dann muss man halt damit rechnen, dass es in einer solchen Katastrophe endet, wenn das Spiel bei Release schlicht und einfach nicht fertig ist. Daher immer schön aufpassen, liebe Hersteller, wie hoch ihr euer eigenes Spiel wirklich in den Himmel loben wollt. Das kann nämlich ordentlich nach hinten losgehen. Und ich selbst habe ja den Hype sowieso immer sehr kritisch gesehen, wobei das eigentliche Spiel ja eigentlich ganz brauchbar ist. Es ist halt eher die Technik, die Probleme macht. Und so ein weiteres Ding, das mir beim Spielen auf meinem Intel 10900K in meinem Testsystem gar nicht auffiel, war die Tatsache, dass Cyberpunk 2077 auf AMD-System gar kein SMT nutzt, also nur die echten Kerne der CPU nutzt und nicht die virtuellen. Die werden nämlich einfach links liegen gelassen. Und das kann manchmal tatsächlich Performance-Gründe haben, denn es gibt viele Spiele, die ohne wirklich besser laufen. Cyberpunk gehört jetzt allerdings eigentlich nicht dazu. Daher ist ja eigentlich eher von technischen Problemen auszugehen. Denn warum ist es auf Intel-System aktiv und bei AMD nicht? Die gute Nachricht für alle Ryzen-Besitzer mit 4 und 6 Kernen, also jetzt nicht die Besitzer, sondern die CPUs, die haben 4 und 6 Kerne, ich hoffe, ihr versteht mich. Der letzte Hotfix hat dafür gesorgt, dass diese CPUs nun auch SMT nutzen können. Die aber sehr beliebten 8 und mehr Kerner sind davon leider nicht betroffen. Und warum? Tja, das weiß aktuell wohl nur CD Projekt und AMD, mit deren Hilfe das Ganze nämlich implementiert wurde. Es hat also sicherlich einen guten Grund, warum die dicken CPUs weiterhin ohne SMT in diesem Spiel auskommen müssen, nur den kennen wir halt aktuell nicht. Und zu guter Cyberpunk 2077 letzt eine gute Nachricht für alle PC-Besitzer. Ihr habt ganz klar die beste Cyberpunk 2077 Version. Ist auch kein Wunder, denn für die Next-Gen-Konsolen gibt es aktuell noch gar keine angepasste Version. Sowohl Xbox Series X als auch PlayStation 5 nutzen nur die Version der Vorgänger. Spielen diese aber, ja natürlich dank des Mehrs an Power, natürlich deutlich besser ab. Nichtsdestotrotz sind die Versionen für die PlayStation 4 und die Xbox One eine mittlere Katastrophe geworden, bei denen die FPS teils unter 20 FPS einbrechen und das Spiel damit eigentlich kaum noch spielbar machen. Der Unmut der Spieler war nun aber jetzt so groß, dass zumindest Sony sich dazu entschieden hat, das Spiel nun aus dem Store zu entfernen. Noch mehr Ärger will man sich hier wohl nicht zumuten. Aber nicht nur das, nein, auch PlayStation-Spieler können das Spiel nun zurückgeben und bekommen damit auch ihr Geld zurück. Logischerweise aber natürlich nur die rein digitale Version. Wer nämlich eine Retail-Version hat, der muss damit natürlich leider zu seinem Händler gehen und diese dort reklamieren. Automatisch geschieht das Ganze im Store aber leider nicht, denn es gibt natürlich sicherlich einige leidensfähige Spieler, die das Spiel natürlich behalten wollen. Also egal wie lange ihr schon zockt, könnt ihr das Spiel natürlich zurückgeben. Eine faire Geste, muss ich sagen, die aber natürlich auch bitter nötig ist. Denn so wie das Spiel auf der PlayStation läuft, ist das natürlich eine Zumutung. Jetzt fehlt natürlich nur noch Microsoft, denn auf der Xbox One sieht das natürlich kaum besser aus. Tja, CD Projekt, wie gesagt, ist Cyberpunk 2077 an sich sicherlich ein großartiges Spiel, aber was hier gerade passiert, das war uns doch sogar komplett ohne Glaskugel schon vorher klar. Immer wieder wurde das Spiel verschoben und musste dann trotzdem noch passend vor dem Weihnachtsgeschäft released werden. Und es bedarf hier wirklich keines besonders hohen IQs, um von ganz alleine zu sehen, dass das natürlich nichts wird und es wurde ja auch nichts. Vielleicht wäre Weihnachten 2021 dann doch der bessere Termin gewesen. Aber naja, trotz vieler Bugs scheint es zumindest auf dem PC so einigermaßen spielbar zu sein und ich gebe dem Spiel auf jeden Fall noch eine Chance.
Bis es aber soweit ist, gucken wir uns zuerst mal an, wer es heute in den Kommentaren des Tages geschafft hat. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wer meinen Kanal schon länger kennt, der weiß natürlich genau, worauf ich mich immer so hardwaremäßig spezialisiert habe. Nämlich auf Grafikkarten und CPUs im Gaming. Na klar, geht es auch mal um Chipsätze und um Mainboards, aber das ist natürlich nicht mein Hauptaugenmerk. Und natürlich gehören dazu ja irgendwie auch CPUs und GPUs für Laptops. Moin Monty, wie immer ein gutes Video von dir. Sag mal, wirst du auch ein Video zu 3080 und so weiter für Notebooks machen? Das würde mich sehr freuen. Liebe Grüße. Hey Sebastian, vielen Dank fürs Lob. Und die kurze und knappe Antwort ist eher nein. Und das liegt jetzt gar nicht mal so sehr daran, dass mich persönlich Gaming-Laptops jetzt so nicht interessieren. Es liegt eher daran, dass meine Zuschauer das Thema auch so gut wie gar nicht interessiert. Denn alles, was ich bisher so zu Laptops und Notebooks gemacht habe, das kam weniger bis teilweise sogar gar nicht so gut an. Bei mir gucken halt hauptsächlich Desktop-Gamer zu. Trotz allem. Wenn es hier wirklich was sehr Interessantes zu berichten gibt, bin ich natürlich auch dabei. Denn eins muss man ja sagen, die Power einer RTX 3080 und ein Notebook, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Auch wenn dieser natürlich ein bisschen langsamer sein wird als die Desktop-Grafikkarte. Aber immerhin ist es ja mittlerweile so, dass man eine RTX 3080 Mobile auch mit einer RTX 3080 Desktop vergleichen kann. Und das war früher leider nicht immer so. Ha! Schon wieder habe ich die Umfrage nicht vergessen. Ihr seht, Besserung ist auf jeden Fall bei mir in Sicht. Und die Teilnehmerzahlen waren mit weit über 7000 sogar rekordverdächtig hoch. Wie soll ich eigentlich so viele WLAN-Kabel als Preis zusammenbekommen? Und passend zur Weihnachtszeit fragte ich euch, gibt es bei dir neue Hardware zum Weihnachtsfest? Warum ich das fragte? Na, weil ich mir zu Weihnachten in dieser Hinsicht eigentlich immer mal gerne selbst verschenke. Dieses Jahr allerdings nicht, denn ich bin irgendwie wunschlos glücklich. Also ein Luxusproblem. 27% haben sie sogar schon gekauft und 9% warten noch drauf. Okay, eine Witzantwort musste dieses Mal auch sein und nur 5% haben draufgeklickt. Normal ist das ja immer so ein Magnet für alle Umfrageteilnehmer. 24% meinen nein, aber scheinen sich auch nicht so 100% sicher zu sein und 35% auf keinen Fall. Und eigentlich muss man den 35% auch recht geben, denn vor Weihnachten Hardware zu kaufen, ist nicht die allerintelligenteste Entscheidung, die ein menschliches Wesen treffen kann. Besonders nicht in dieser Zeit der Hardware-Paper-Launches, denn Hardware gibt es ja aktuell so gut wie gar nicht und wenn dann nur überteuert. Eine sehr, sehr intelligente Entscheidung ist es aber durchaus, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich weiter zu verfolgen. Oh Mann, ich habe schon echt lange nicht mehr aufs Abonnieren hingewiesen, kann das sein? Aber vielleicht wollt ihr mich ja mit einem kleinen Weihnachtssupport beglücken. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und damit ist das Video jetzt auch schon zu Ende und wir sehen uns entweder am Mittwoch auf YouTube wieder oder halt dienstagabends auf Twitch. Am besten natürlich auf beiden Plattformen. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.